Ladies and Gentlemen, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Worms Clan Wars und yay, ich glaube, ich bin der Lösung nahe, denn ich habe eure Kommentare gelesen und er weiß jetzt, wie ich das Ganze handhaben muss. Und was mir nicht aufgefallen ist, dass ja diese zwei Seile pink sind und die pinken sind elastisch. Und ja, nachdem das Giftpfeile sind und der Typ da unten steht, na, man kann sich's ja eigentlich denken, keine Ahnung, warum ich da nicht drauf gekommen bin. Der Pfeil muss natürlich genau hier stehen. Wir müssen mit unserem Wurm jetzt da rauf und dann ganz easy eigentlich einfach den Teletausch. Damit dieser Fette da oben nämlich hinkommt. Und was wird passieren? Ja, wir müssen jetzt erst einmal den Wurmwechsel nochmal machen. Und dann passiert nichts. Warum nicht? Oder muss der... Ich dachte, der muss ganz nach unten. Da muss er... da muss der ja nach oben. Oder wie soll ich das verstehen? Dann muss der da oben... Oder nicht? Okay, wartet mal. Ja, aber das habe ich doch... Muss ich doch richtig verstanden haben. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz. Am Ende machen wir das einfach zusammen hier. Wie läuft denn das jetzt hier? So, und ich muss jetzt schauen. Jetzt passt auf. Here we go. Sir, the only knighthood worthy in worms. Jetzt muss ich den nach unten tun. Wechsel dann auf den. Der kommt da hoch. Dann mache ich den Teletausch. It's your turn. Just do it. Und auch das bewirkt so gesehen nichts. Here we go. Aber wenn ich jetzt, dann wird der Wurm... Okay, er wird irgendwie eingequetscht. Muss ich jetzt auch noch drauf vielleicht? Müssen beide Würmer drauf? Wie, auch das ist nicht die Lösung? Das kann ja jetzt wohl nicht deren Ernst sein. Hä? Wie denn sonst? Das gibt's ja wohl nicht. Ja, das darf ja wohl nicht wahr sein, oder? Ich habe keine Ahnung, wie das sonst laufen soll. Yo. Oh. What the fuck? Okay. Muss ich dann etwa doch einen Wurm opfern, oder was? Das macht mich jetzt ganz schön verrückt hier. Dass ich dann doch den Dexter jetzt hier einfach nach unten schicke. Jetzt probiere ich das nochmal. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Komm. Runter, damit der Wurm rüberkommt. Was ist denn jetzt los? Nee, jetzt hänge ich fest. Ich hänge jetzt nicht wirklich fest, oder? Was ist denn jetzt hier los?
Nein! Du fetter... Hey, das gibt's doch nicht. Okay, dann mach ich's eben... Okay, ich bin jetzt nochmal einmal ganz vorsichtig. Und wenn das auch nicht klappt, dann schaue ich nochmal in die Kommentare. Vielleicht habe ich irgendwas missverstanden. First in, last out. It's your turn. Just do it. Genau, landet man dem mal im Gesicht. Dann ist der dran. Jetzt schicke ich aber vorher noch das Ding nach unten. Oder geht der Pfeil dann auch in die Luft? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich brauche den ja noch nicht mal. Jetzt machen wir den Tausch. Der schickt den Typen hier baden. Also nicht wortwörtlich baden. Das ist, glaube ich, egal, wo ich stehe. Wir fliegen alle in die Luft. Keine Ahnung, vielleicht geht's ja so, weil jetzt kann ich auf jeden Fall mal weiter. Ist ja schon mal was, was ich... Nee! Ich... Womit habe ich das verdient? Springt der zu weit? Ich fass es nicht. Das kann doch jetzt wohl nicht so schwer sein, das Rätsel hier. So, nochmal. Du nach unten. Oh, das war knapp. Ich glaube, den Sprung schafft er auch so, ne? Aber egal. Schieb's trotzdem nochmal vorsichtshalber nach unten. So, jetzt wird hier nochmal richtig schön geraped, der Typ. Ah! Jetzt habe ich ihn ganz nach oben geschossen. Nee, nee. Und jetzt, das Spiel macht mich hier gerade einfach nur fertig. War alles richtig. Und jetzt auf einmal schießt er den ganz nach oben. Was soll denn das? Das gibt's doch einfach nicht. Womit habe ich das verdient? So, und jetzt bitte nicht ganz nach oben. Ja, danke. So, hier steht ja jetzt sogar hier entlang. Vielleicht ist es ja wirklich Absicht, den verrecken zu lassen. Klingt komisch, ist aber so. Dann hat das mit den pinken Bändern aber auch einfach absolut mal gar nichts zu tun. Wofür soll ich hier Höhe gewinnen? Die Frage ist nur, was soll ich jetzt hier machen? WTF? Wie soll ich denn jetzt hier weiter hoch? Bräuchte ich da jetzt doch den Fetten oder was? Ja, und selbst wenn ich an Höhe gewinne, ist mir schon klar, aber... 10? 20? Was heißt denn das? Für was steht hier 10, 20 überhaupt?
Ja, ich komme da aber auch nicht hoch. No pain. Ready. Oder soll ich? Ich kann den doch nicht wieder nach oben ziehen, ne? Weil die Apparatschaft ist ja hier kaputt. Ach, ich werd wahnsinnig. Ey, ohne Witz, fick die Oma. Wie soll man denn da drauf kommen? Also, ich muss ganz ehrlich jetzt sagen, ich habe mir gerade ein englisches Walkthrough angeguckt, weil ich keine Ahnung mehr hatte, was ich überhaupt machen soll. Und ihr lagt auch alle völlig falsch mit eurer Vermutung. Hier nichts mit pinkem Seil und nichts mit draufspringen auf die Spitze. Es ist was völlig anderes. Und die Ironie ist, dieser englische Typ, bei dem ich das angeguckt habe, der hat das aus Versehen gemacht. Der hat was gemacht und auf einmal sagt so, oh! Und auf einmal, hey, fuck, das war ja richtig. Und da kann man nicht drauf kommen. Also, ich weiß nicht, warum man es macht, aber okay. Wir müssen hier runter gehen und Achtung, das Ding wegboxen. Bitte? Das Ding fällt runter. Der Typ stirbt. Also, ich weiß nicht, wenn gemeint war mit dem Tipp in den Kommentaren, dass das mit den Seilen irgendwann... Nee! Nee, wie soll man denn automatisch darauf kommen, dass man da oben mit einer Flammenfaust diese komische Rolle kaputt machen soll? Also, es ist ein Quatsch. Das ist doch krank. Also, niemals wäre ich da drauf gekommen. Ich finde es richtig gestört. Da komme ich doch auch niemals rüber, oder? Schau ich mal lieber, wo es mit ihm, was mit ihm passiert. Ja, was ist denn das für eine kranke Scheiße? So, nun soll ich da drauf fallen? Oh, Tatsache, soll ich ja wirklich. Halt, halt, halt! Ne, machen wir jetzt erstmal anders. Oh ja, der muss jetzt erstmal hier ein bisschen weiter vor. Jetzt kann ich das Ding wieder zum Drehen bringen. Jetzt kann der da drauf. Und wir können erstmal darüber. Eventuell, was mir sogar einfällt, wenn ich mit dem fetten... Hallo? Sagen, ey. Wenn ich mit dem Fetten da bin, dann könnte ich doch mit dem wahrscheinlich darüber. Yeah, baby! Okay. Vor allem der Hinweis vom Spiel hier mit Round and Round, also der war auch absolut mies. Da kann doch kein normaler Mensch drauf kommen. So, und was sollen wir jetzt hier machen? Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt wieder wechseln muss. Und erstmal darüber muss. Die Frage ist, wie geht's dann hier weiter? Ja, das mit einem Höhegewinn ist schon klar, aber... Wegen dem Ballon oder was? Ja, dann... Was genau soll mir das bringen? Ne, da komme ich noch nicht so ganz dahinter, was ich dann hier mache. Ich habe das Walkthrough nicht weitergeguckt. Mir ging es nur um das Rätsel. Den Rest wollte ich eigentlich schon selbst lösen. Muss ich da den Pfeil eventuell auf mich lenken? Damit er... Keine Ahnung, was es bringen soll. Oder soll ich jetzt eventuell Teletausch machen? Bewirkt das irgendwas? Warum ist denn jetzt hier 30 und da 20? Was hat denn das damit zu tun? Kann ich den Ballon doch verletzen, oder was? Vorne hatte der doch 10. Ja toll, der kann ja gar nichts.
Tatsache, ich kann ihn wohl doch kaputt machen. Ganz großes Kino. Okay. Aber was soll es mir bringen, jetzt die Ballons kaputt zu machen? Was genau soll mir das bringen? Ich muss doch nur noch die Typen da unten killen, oder nicht? Wenn ich das mit dem mache und das machen wir mal schön von der anderen Seite dann. Sollte das Ding dann hier nicht gelaufen sein? Ey, was für eine abgefuckte Scheiße ist denn das hier? Ach so, während ich hochspringe, kann ich... man sollte vielleicht mal richtig lesen. Ach nee, Quatsch. War schon richtig. Teletausch. Das sollte man natürlich mal richtig lesen. Und jetzt Wurmwechsel, Flammenfaust, hohen Sprung und dann... Jawoll. Jawoll. Jetzt komm mal dahinter. Und jetzt kriegt der da oben nämlich eine Granate. Oder irgendwie sowas. Ne, eine Mine. Ja, und jetzt muss ich eigentlich nur noch eins machen. Wieder tauschen. Das Ding hier kaputt machen. Ach, oder Quatsch. Was habe ich denn da? Das muss ich gar nicht kaputt machen. Ich gehe jetzt mal in Sicherheit. Ich lasse die scheiß Mine hier einfach runterfallen. Was soll denn der Geiz? Hier, fress das, Motherfucker. Ah, nein! Oh, nee. Wirklich? Wirklich? It's that time again. I believe you have goods that do not belong to you. Egal, es überlebt er. A small miscalculation. Ah, da hinten ist nämlich noch so ein komischer Magnet. So, und jetzt ist das Level doch... Nein, ich hätte da oben stehen bleiben müssen, weil ich zu dem... Nein, das Level bringt mich noch um den Verstand, ohne Witz. No pain. Ohne Witz. Ready, when you are. Oh, okay. Irgendwo hätte man sich natürlich denken können, weil da der Ballon halt ist, aber... Habe ich selber zu hastig reagiert. Auwei, auwei. Ohne Witz, das ist echt eine harte Nummer für mich gerade. Nee, Moment, Wurmwechsel bringt mir ja gar nichts. Teletausch brauche ich ja. Wird schon gar nicht mehr animiert. Spiel schon so angefressen, dass das Level so oft und lange machen muss. Move it or lose it. Deswegen auch die Spitze, ja. It's your turn. Just do it. So, und jetzt können wir den Scheiß hier aber endgültig beenden, ja. Ich hatte halt Angst, dass ich explodiere, aber dem ist ja gar nicht so. So, mal kurz ranzoomen, damit ich jetzt hier nicht runterfalle. Gut. Und ab nach oben. Halleluja. So, und jetzt glaube ich, brauche ich den fetten sogar noch. Damit ich da hochkomme, weil der Sprung an sich ist natürlich viel zu hoch. Aber dank dem Fetten müsste das dann sogar gehen. Okay, es ist ein echt krasses Rätsellevel, Mann. Echt, muss ich sagen, also. Hui. Ja, aber ich dachte mir das schon, dass ich den brauche.
Irgendwas muss am Ende ja nochmal nützlich sein. Oh, wir haben es geschafft. Some good wrecking and killing there. Oily Tick here has come clean about the whereabouts of the stolen map, by the way. If we can get it back, our map chap can finish translating it and our kitchen staff will be cooking with gas. We'll beat this bally Mesmer, you see if we don't. Unless he wins and kills you. Got to consider that possibility, I suppose. Chin up! Abgefuckte Scheiße. Ohne Witz, es war wirklich ein richtig krasses Level. Ich bin ein bisschen fertig mit den Nerven. Aber Halleluja, wir haben es geschafft und können im nächsten Part endlich weitermachen.